Hallo und herzlich willkommen zu den Haas-Steuernachrichten. Heute habe ich folgende Themen für Sie dabei. Keine Grunderwerbsteuer für den Erwerb von Zubehör. Außerdem kann eine Rückstellung für Mehrsteuern aufgrund von Steuerhinterziehung gebildet werden? Und zu guter Letzt, für wen gibt es eigentlich die Betriebsausgabenpauschale? Der Erwerb von Zubehör unterliegt nicht der Grunderwerbsteuer. Im vorliegenden Urteilsfall bezog das Finanzamt den auf die Ladeneinrichtung entfallenden Kaufpreisanteil mit in die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer ein. Der dagegen erhobenen Klage gab das Finanzgericht statt mit der Begründung, es handele sich um Zubehör, das bei der Grunderwerbsteuer nicht zu berücksichtigen ist. Das Finanzamt legte dagegen nicht Zulassungsbeschwerde ein. Ihrer Meinung nach ist grundsätzlich nicht geklärt, ob eine Ladeneinrichtung Zubehör eines Grundstücks darstelle. Der BfH wies die Nichtzulassungsbeschwerde jetzt zurück und verwies auf die bisherige Rechtsprechung. Ein auf Zubehör entfallenes Entgelt ist keine Gegenleistung im Sinne der § 8 Absatz 1 und § 9 Grunderwerbsteuergesetz. Ein darauf entfallenes Entgelt gehört dementsprechend nicht zur Bemessungsgrundlage. Das heißt, Achtung für die Praxis, vermerken Sie in Kaufverträgen bitte unbedingt, mit welchem Wert Gegenstände mitgekauft werden. So sparen Sie sich auf diese Beträge die Grunderwerbsteuer. Zu welchem Zeitpunkt darf man eigentlich eine Rückstellung für Mehrsteuern, zum Beispiel Gewerbesteuer, aufgrund einer Steuerhinterziehung bilden? Im vorliegenden Urteilsfall geht es um die Streitjahre 2006 und 2007. Da war die Gewerbesteuer ja noch voll als Betriebsausgabe abziehbar. Die Steuerfahndung kam zu dem Ergebnis, dass für die Streitjahre bei der Klägerin einer GmbH die Einnahmen nicht vollständig erklärt wurden. Das Finanzamt erließ geänderte Bescheide. Dagegen erhob die Klägerin Einspruch, da sie jeweils eine Rückstellung für die betreffende Gewerbesteuernachforderung gewinnmindernd berücksichtigt haben wollte. Das Finanzamt wies den Einspruch als unbegründet zurück und auch das Finanzgericht und der BfH entschieden jetzt zu Ungunsten der Steuerpflichtigen. Die Rückstellung sei zu dem Zeitpunkt noch nicht zu bilden. Denn bei Verpflichtungen, die aus Straftaten resultieren, entsteht die Verbindlichkeit zwar bereits mit Begründung der Tat, solange die Bilanzierende aber davon ausgehen kann, dass die Tat unentdeckt bleibt, stellt die Verbindlichkeit für sie noch keine wirtschaftliche Belastung dar. Für die Rückstellungsbildung kommt es also auf den Zeitpunkt des Aufdeckens der Tat an. Bei einigen selbstständig Tätigen gibt es die Möglichkeit, anstelle aller tatsächlich entstandenen Kosten eine Pauschale für Betriebsausgaben anzusetzen. Die Ausgaben können ohne Nachweise abgezogen werden. Bei welchen Tätigkeiten eine Betriebsausgabenpauschale berücksichtigt werden kann, habe ich Ihnen hier einmal eingeblendet. Hauptberuflich selbstständig schriftstellerische oder journalistische Tätigkeit, wissenschaftliche, künstlerische oder schriftstellerische Nebentätigkeit, nebenamtliche Lehr- oder Prüfungstätigkeit, Hebammen und Tagesmütter. Die Höhe der möglichen Betriebsausgabenpauschale variiert dabei von 25% bis 30% der Einnahmen bzw. auf bestimmte Höchstbeträge und es gibt bei den Tagesmüttern auch eine Pauschale. Die genauen Sätze und Höchstbeträge finden Sie in den Einkommensteuerhinweisen, Hinweis 18.2 Betriebsausgabenpauschale. Das war's für heute. Weitere interessante Themen finden Sie auf Instagram, Facebook und Twitter. Die Steuernachrichten haben Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie gerne hier unten unseren YouTube-Kanal. Das erste Thema finden Sie noch einmal ausführlich hier oben in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen, alles Gute und bleiben Sie gesund!